Ja, hallo Freunde, Christian Schmal, Patauer, Beziehungscoach. Schaut gerne mal rein, Niemand. Da, mein neues Buch. Gibt es bei Amazon und auch auf meiner Website. Immer ein bisschen runterscrollen, auch Zusammenhang mit dem People-Pleaser-Kurs zum absoluten Kampfpreis, der auf 40% reduziert. Ja, schaut gerne mal rein. Ich mach doch mal ein bisschen mehr Licht, glaube ich. So, also Thema heute ist, ja, so eine eigentlich ganz normale Dating-Situation, die dann doch, ja, auf eine ganz klassische Weise schief geht. Es startet, man hat das erste Mal Hallenhalmer und ja, dann geht es sofort nicht weiter. Gucken wir uns mal an, beide sind Anfang 30, es schreibt die Frau, die das scheinbar auch schon kennt, und sie schreibt, hallo Christian, vielen Dank für deine Arbeit, sie hat mir schon oft weitergeholfen. Ich bin übrigens bald, bald kann man nicht sagen, vielleicht dauert es bis zum Sommer, aber in einer großen deutschen Illustrierten mit einem Personality-Artikel. Bin sehr gespannt, was da rauskommt. Aber ich werde euch Bescheid sagen, wenn das soweit ist. Ja. So, also ich bin seit einem Jahr auf dem Liebeschiff-Weg und habe deine Kurse gemacht. Ich habe einige Freunde verloren und konnte in vielen Lebensbereichen mehr zu mir stehen. Allerdings das Thema Liebe echt am schwierigsten. Ich habe eine konkrete Dating-Situation und komme gerade aus dem Zweifeln und Hadern über meine Scheidung nicht raus. Benötige deine Hilfe. Ich bin eine weiblich gelesene Frau. Nein, hat sie nicht geschrieben. Ich bin weiblich, bin Anfang 30 und suche eine Beziehung. Habe vor 3 Wochen jemand aus Tinder. Okay, dann haben wir schon mal den ersten Fehler gefunden. Nee, ich verstehe, dass man Online-Dating macht. Aber die Chance, dass es natürlich, wir schreiben immer Leute, ja, ich kann auch jemanden in der Bar kennenlernen und es geht schief. Aber de facto, es geht häufiger schief auf Online-Dating-Plattformen, weil da ganz viele Leute sind, die sind einfach komplett beziehungsgestört. Die wollen nicht oder können keine Beziehung führen. Oft wollen sie auch gar nicht. Was total in Ordnung ist, wenn man das dann rechtzeitig kommuniziert. Die hüpfen von einer Blume zur anderen, sag ich mal. Es ist, wie es ist, ne? Beim ersten Date waren wir spazieren. Ich dachte mir, dass er etwas kühl ist. Aber dachte mir dann auch, dass ich auch introvertiert bin und mich auch nicht sofort öffnen kann beim ersten Treffen. Er hat ein Kind noch sonst viel zu tun mit diversen Sachen, um die er sich kümmern muss. Dann war eine Woche danach das zweite Treffen. Das wäre sehr schön. Und wir hatten eine gute Unterhaltung und viele Themen. Ich fand das viel vertrauter. Dann bin ich beim dritten Date zu ihm gekommen. Und wir haben Netflix und Chill gemacht. ja, wir haben uns erstmal geküsst und hatten auch Bettsport. Bis hierhin, sage ich ganz ehrlich, komplett normaler Dating-Prozess. De facto ist es so, wenn die Frau jetzt nicht einen bestimmten oder einer einen bestimmten Plan hat, dass man sagt, was auch völlig in Ordnung ist, möchte Bettsport so ein bisschen nach hinten schieben, läuft es im Schnitt so. Also im Schnitt, wenn sozusagen das Game gut ist, Situation ist gut, man ist offen für auch körperliche Vertrautheiten, sag ich mal, dann so im Schnitt, dritte Date, zweite Date, also irgendwas zwischen zweitem und vierten Date, ist der Standard. Bis hierhin schreibst du ja auch keine Details, komplett normaler, also so normal bis zum Anschlag, ne? Nach dem Bettsport haben wir allerdings nicht großartig gekuschelt und er hat mich nicht gefragt, ob ich übernachten will. Also ich sage ganz ehrlich, kann ich persönlich, ich weiß nicht, ob das, lassen wir das Thema Kind mal außen vor, so, ne? Manchmal gibt es da komische Situationen mit dem Kind, okay. Nehmen wir mal, das Kind war nicht da, gehen wir mal von aus, wieso man die Frau dann nachts nach Hause schickt, ist mir, also ist, finde ich persönlich schon komplett asozial. Was, selbst wenn man morgens zur Arbeit geht, ne? Mein Gott, man hat sowieso schon intime Momente verbracht und dann schläft man eben noch zusammen die Nacht, frühstückt zusammen und dann kann man immer noch gucken, wie geht's weiter, ne? Wie kann man dann eine Frau nachts nach Hause schicken? Also ist mir komplett schleierhaft. Also würde mich schon ziemlich stören, sage ich ganz ehrlich. Und man kriegt ja auch so ein Gefühl, es geht ja nur darum, so, ne? Und gucken, wahrscheinlich kriegen wir wieder einen Grund. Ja, er musste früh zur Arbeit. Ja, dann stehst du mit früh auf. Ist doch gar kein Problem. Ne? Oder bleibst halt noch da und ziehst die Tür zu. Ich finde sowas tendenziell ein bisschen asozial. Es sei denn, das Kind sitzt am Morgen am Frühstückstisch und man will das. Also kann es sicherlich Situationen geben, wo man es verstehen kann.
Aber naja. Da hatte ich ein etwas komisches Gefühl, da er auch nicht gefragt habe, ob ich gut zu Hause angekommen bin. Also vor allen Dingen, wenn man eine Frau nachts rausschickt, am besten noch hier mit, weiß ich nicht, Berliner oder Hamburger U-Bahn irgendwie, so eine Drecks-U-Bahn-Strecke nach Hause schicken und dann nicht fragen, wie man angekommen ist. Das wäre auch so mein Humor, muss ich sagen. Aber gut, vielleicht, natürlich, also was du da sagst, sind ganz normale Wünsche. Also gut, kann man jetzt sagen, vielleicht ist er gleich eingeschlafen, aber ich verstehe dich schon, verstehe dich komplett. Ne? Nach dem Date hat er sich 2 Tage nicht gemeldet, mein Alarmsystem hat angeschlagen und ich habe ihn dann gefragt, wie es ihm geht und warum er so still geworden ist. Gut, jetzt würden Puristen würden jetzt wieder sagen, du hättest dich ja auch melden können, aber de facto, gerade wenn es Bitchboard gab, gucken tatsächlich viele Frauen, ja, fand der Mann es auch gut, will da mehr und warten mal drauf, ob er sich meldet. Also kann ich total verstehen. Und klar, man könnte sagen können, du hättest dich auch melden können, aber ja, sagen wir mal, wie es ist. Also oft wartet dann auch die Frau, meldet sich der Mann und ey, man bringt sich keinen Zacken aus der Krone, wenn man dann mal einmal sagt, so, ja, war schön und mal gucken und irgendwie sich dazu Stellung bezieht, sag ich mal, dass man da ineinander verschlungen war. Ja, ist alles nicht so. Wie gesagt, man könnte jetzt sagen, du hättest dich auch melden können, aber ich kann da schon alles nachvollziehen, ne? Ja. Dann meinte ich, warum es so still geworden ist. Davor haben wir immer jeden oder jeden zweiten Tag geschrieben. Ja, super auffällig, klar. Dann hat er geantwortet, dass er dieses Wochenende sein Kind hat und deswegen so still ist. Ja, und da kann man nicht mal, also vorher hat er das Kind offensichtlich noch nicht. Schon mal wieder die große Frage, warum hat er dich dann rausgeschmissen? Das sind immer, also wirklich, Leute, ey, wenn man will, also gerade heute muss man ja nicht Buschtrommeln machen und sich aufs Pferd setzen und irgendwo hinreiten. Ne? Du nimmst dein Drecks-Handy in die Hand, rotzt da irgendwie ein paar Texts rein, dass der andere sich nicht komplett scheiße fühlt. Wie lange dauert das denn? 5 Sekunden, 10 Sekunden, 20 Sekunden? Oder meinetwegen mal 5 Minuten telefonieren? Spätestens, wenn das Kind im Bett ist, ja, ist mangelndes Interesse. Und das ist natürlich kränkend. Ne? Das ist klar. Ja. Da meinte ich, dass es sich für mich so anfühlt, oder ob er irgendwas hätte. Ja, natürlich. Würde jeder denken, ne? Drauf kam keine Antwort auf die nächsten 2 Tage. Ja, gut, da kannst du es eigentlich schon. Also, spätestens hier würde es mir persönlich schon reichen, mit denken, Alter, ey, leck dich, wirklich, leck dich gehackt, habe ich keinen Bock drauf. Aber, gut. So, habe da aber dann gesehen, dass er bei Tinder online war. Das ist der Dreck. Ich glaube, ich sag's euch, wie es ist. Das ist, kann einem offline auch passieren. Aber ich würde mal behaupten, wenn du deine Arbeitskollegin datest, die du eh schon 10 Jahre kennst, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, ne? Oder vom Sport jemand datest, wo ich eh schon länger kennt, da wird sich nicht so verhalten. In der Regel. Oder geringerer Wahrscheinlichkeit, ne? Das ist dieser Dreck online, so zack, die nächste, bloß immer der nächste Kick und die noch und das darf ich jetzt nicht persönlich nehmen, aber man nimmt es natürlich persönlich, ne? So, aber gut, das kann man natürlich sagen, ist nichts fürs Ego, aber ich meine, erstmal kann man das ja ordentlich beenden, warum kann man da nicht sagen, du, hat nicht so gepasst? Kann ja sein, ne? Oder ich bin, du, sorry, bei mir gibt es einfach nur, weiß nicht, vielleicht hast du ihn auch mal gefragt, suchst du denn auch eine Beziehung? Wäre auch ein gutes Thema, ne? Aber da kann man natürlich angelogen werden. Aber das würde ich vielleicht nochmal fragen, ne? Dass du vielleicht sagst, so, weißt du, hier so schnelle Nummer, habe ich nicht so einen Bock drauf. Das kann man schon abfragen, so, ne? Das bist du jetzt auch nicht needy oder irgendwie sowas. Aber klar, kann sein, dass man es will und trotzdem passt es nicht, aber dann kann man es ja auch sagen. Aber gut, benehmen kann man Leuten irgendwie nicht beibringen. Das ist, wie es ist. Aber es ist natürlich, das macht die, also genau diese Sachen machen die Leute so abgefuckt vom Online-Dating, ne? Dieses asoziales Verhalten und ja.
So, also es war Tinder wieder online. Großartig. Ich habe dann nach 5 Tagen nach dem Treffen die Sache beendet und geschrieben, dass ich enttäuscht bin, dass er sich nicht mehr meldet und er wohl kein Interesse und Zeit hat und alles Gute. Also absolut, ich hätte schon 3 Tage vorher gemacht, aber absolut gut gehandelt. Also super. Genau richtig. Ja. Dann kam zurück, okay, dass er nur begrenzt Zeit hat und auch alles Gute. Ja. Das war gestern und seitdem geht es mir gar nicht gut. Ich zweifle an meiner Entscheidung, war ich zu needy? Nee, das ist, also hätte ich jetzt im Großen und Ganzen genauso gemacht. Wie gesagt, man könnte höchstens nochmal gucken, ob auch die Interessenlage so gleich ist, was so Länge von so einer Sache angeht. Aber sonst wüsste ich wirklich nicht, was du da machen willst. Natürlich kann man jetzt sagen, gut, nächstes Mal wartest du bis zum 6. oder 7. Date. Aber nicht, dass da einem nicht auch passieren könnte. Und das hat vielleicht wieder andere, also das kannst du mal ausprobieren. Es hat aber vielleicht auch wieder andere Thematiken. Da muss man einfach mal ausprobieren, was für einen das Richtige ist. Vielleicht kannst du nächstes Mal länger warten, so. Aber du hast ja nichts falsch gemacht. Aber ja, natürlich kann man abgelehnt werden. Aber cool, ich würde schon versuchen, das im Gespräch mal zu klären. So haben wir hier so eine gleiche Interessenlage. Und ich kann es immer wieder sagen, so tendenziell, ich verstehe, wie, also gerade natürlich für Frauen ist Online-Dating natürlich auch, ja, kriegt man sofort, also die meisten Frauen zumindest, kriegen sofort ihre Matches und was weiß ich, aber ich kann euch nur raten, mehr auf Offline-Dating zu setzen, so, ne? Ja, ich hatte da einen Kurskommentar neulich jemand. Ich warte nur noch drauf, ob die mir schreibt, dass ich das komplett vorlesen kann. Aber ich sag's jetzt mal so ein bisschen locker. Die hat mal einen Datingkurs für Frauen gemacht und hat dann das da umgesetzt im Offline-Dating und hat dann ja einen Mann aufgetan. Hat das so geschickt gemacht, dass er noch gedacht hätte, er hätte sie aufgerissen, aber hat sie es gemacht irgendwie. Und ja, also mein Rat wäre, sie mehr auf Offline-Dating zu setzen. Ne? Ich weiß, es ist mühsam und aber naja, just saying, ne? Ist natürlich eure Sache, ist ja klar. Ist es normal, also war ich zu needy? Nee, überhaupt nicht, eben gerade nicht, ne? Ist es normal, dass man sich in der Kennenlernphase ein paar Tage nicht meldet? Ich finde nicht. Also, nachdem man Sex hatte, finde ich nicht, ehrlich gesagt. Ja, da mag es jetzt unterschiedliche Geschmäcker geben. Ich finde so, bevor man sich überhaupt getroffen hat oder meinetwegen auch, wenn man datet, dass man vielleicht mal einen Tag nicht meldet, aber so mehrere Tage, das gibt einem halt so ein Gefühl und da würde ich auch drauf achten, dass es nicht so einem um die Person geht, so, ne? Und, aber ihr habt ja viel geschrieben, ne? Aber also, das ist dann, ich meine, wir haben beim Dating immer diese 4 Sachen und eine davon ist Kontingenz, ne? Also es soll gleichmäßig weitergehen und nicht so, dann schreibt man und plötzlich schreibt man nicht mehr. Das wollen wir nicht, ne? Das macht heiß und kalt. Es kann natürlich sein, dass ihn, also ich bin sicher, dass der zu jeder Frau so ist, ne? Sage ich mal. Aber theoretisch könnte es natürlich sein, ich jetzt nicht komplett ausschließen, dass irgendwas, das er festgestellt hat, nee, das ist es doch nicht so, aber dann könnte man das ja kommunizieren, das wäre ja nur menschlich so, ne? Und nicht, dass man jemand da so im Unklaren lässt, aber ich bin eigentlich zu 99,9% sicher, dass der immer so ist, so, ne? Ich bin mir total unsicher jetzt, nee, da gibt es überhaupt keinen Grund für, also was ich euch wünsche ist, dass ihr so eine, sage ich immer wieder, so eine gewisse Kälte entwickelt, nicht Leute, die so eh schon ein bisschen kalt sind, die natürlich nicht, aber die meisten sind ja hier eher zu warm, so eine gewisse Kälte, dass ihr sagt, ey, sorry, ist echt ein Arschloch, oder was auch immer euch gut tut, was für ein Honk, und hat mich gar nicht verdient. Also, dass ihr das so abschüttelt und sagt, ich laufe dem noch nicht hinterher, dem Arsch irgendwie, und natürlich ist der raus, so, ne? Und ich bin auch der Meinung, wenn ihr diese Haltung mehr habt, so eine, manchmal vielleicht, also manche haben das zu viel, so, aber für viele auf meinem Kanal kann man, glaube ich, sagen, ein bisschen arroganter, ein bisschen, ey, ich bin die Geilste und kann froh sein, dass er überhaupt bei mir übernachten darf oder ich bei ihm, also dass er mich haben darf. Dass so wie man Wald reinruft, schallt es auch wieder raus. Also wenn du ganz viel von dir hältst und sagst, ich bin eigentlich die Coolste und es ist eine Ehre, dass er Zeit mit mir verbringen darf, verhalten sich tendenziell Menschen auch eher nach dieser Haltung, die du ausstrahlst sozusagen. Ich meine, das ist jetzt, ich weiß nicht, ob es auf dich zutrifft, weil es kann natürlich trotzdem passieren.
Aber ich würde tatsächlich sagen, wenn du jetzt schreibst, war ich jetzt so unsicher oder so, würde ich sagen, hey, mach noch viel mehr so, sei noch kühler, sei noch härter, frag noch mehr nach. Also manche machen es zu viel, du machst es gerade hier zu wenig, ne? Auch der Wortlauf, das ist an der begrenzten zeitlich, lässt mich jetzt wieder reininterpretieren in seine Nachricht. Naja, also wie sagt man immer, wer nicht will, findet Gründe und wer will, findet Möglichkeiten. Irgendwie so ähnlich heißt das. Schreibt bestimmt jemand in die Kommentare, wie es genau heißt. Das heißt, wenn jemand wirklich verknallt ist, das gilt für Männer, das gilt für Frauen, sage ich ja immer, Prince Harry wechselt die Religion, wechselt das Land, wechselt das Geschlecht, wechselt, was auch immer. Und wenn man eben so mehr ist, das kann ja auch einfach nur mehr sein, weil wenn man einfach komplett bindungsunfähig ist und oder es auch einen das einfach nicht interessiert, mit jemand einfach nur den Kick sucht und die Abwechslung und die Person einen gar nicht interessiert irgendwie so, was natürlich nicht schön ist, dann sagt man eben nicht, ey, sorry, ich bin einfach so ein Seriendater und ich mache das immer so und tut mir leid, dass du an mich geraten bist, sondern man sagt dann, der Kanarienvogel ist krank, sorry, hatte keine Zeit, die Außerirdischen haben ein Haus besetzt, dann gibt es diese bescheuerten Gründe so, ne? Ja, aber das, die Botschaft ist immer das Gleiche, ist keine Begeisterung, dich zu daten, und das ist vielleicht irgendwie kränkend, aber ist auch eine Information, ist eben so, ne? Manche lehnst du vielleicht ab, ne? Hoffentlich dann netter, so, ne? Mich stört es eigentlich, hatte er doch Interesse? Nee, garantiert nicht. Also nicht mehr, warum auch immer. Mich stört es eigentlich grundsätzlich nicht, wenn jemand viel zu tun hat. Nee, also man kann viel zu tun haben und trotzdem einen konsistenten oder kontingenten, wie auch immer man das nennt, Kontakt halten, ne? Also diese Kontingenz ist eine ganz wichtige Sache im Datingablauf, dass es gleichmäßig läuft, ne? Und nicht so Gas geben, Bremse, Gas geben, Bremse. Das ist immer das Zeichen, dass irgendwas faul ist. Entweder an der Person oder an dem ganzen Dating-Prozess so, ne? Und man sich nicht jeden Tag sieht in der Beziehung. Macht ihr da kein, also das hat mit dir, glaube ich, nichts zu tun. Trotzdem kann man an dieser Ausstrahlung so ein bisschen feilen, dass man so ein bisschen mehr snobby wird vielleicht, aber du kannst es üben, so ein Typen, also ich kann das mittlerweile ganz gut, dass wenn mir Leute blöd kommen, also natürlich scheiße, wenn man so ein bisschen Gefühle hat, ne, aber grundsätzlich, wenn die mir blöd kommen, ich habe mittlerweile das Gefühl, ich kann wie so einen Schalter umlegen und dann ist sie tot für mich, die Person, ist einfach tot, habe ich keinen Bock mehr drauf. Das kann man ein Stück weit üben, müsst ihr selber überlegen, ob ihr das üben wollt, ob das in eure Persönlichkeit reinpasst. Ich finde es manchmal auch erschreckend, wie gut das geht, aber es geht, ne? Das kann man lernen tatsächlich, ne? So, ich wäre sehr dankbar für die Einschätzung meiner Situation. Muss ich in der künftigen Dating-Situation am Anfang lockerer bleiben? Nee, du sollst strenger sein und weniger locker. Oder habe ich richtig aussortiert? Du hast definitiv richtig aussortiert. Ja. Ja, in diesem Sinne, mach die fucking Kurse. Freue mich über, falls ihr ins Buch reinguckt, wenn ihr mal Rezensionen lasst bei Amazon oder so. Ansonsten, vielleicht sehen wir uns in Wien. Da gäbe es, glaube ich, auch noch ein paar Tickets. Köln, Liebische Party, ausverkauft. Freue mich schon sehr drauf. Und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.